Schwerin, 10. April 2024, Hochschule der Bundesagentur für Arbeit. Der Unternehmerverband Norddeutschland Mecklenburg-Schwerin e.V. hatte zusammen mit seinem Partnerverband aus Rostock zum diesjährigen Unternehmertag 2024 geladen. Das Motto des Tages: Verwalten oder Gestalten zwischen Regulierungswut und unternehmerischer Handlungsfreiheit. Der Präsident des Schweriner Unternehmerverbandes, Matthias Kunze, sorgte in seiner Begrüßung gleich für klare Worte. Bürokratie als Hemmnis und Gefahr für die deutsche Wirtschaft, auch in Westmecklenburg. Kunze forderte ein kollektives Ausmisten. Wir bürokratisieren uns zugrunde. Und das heißt, egal ob auf europäischer Ebene, ob auf Bundesebene oder auch auf Landesebene, es wird ein neues Gesetz für das geschaffen, für das geschaffen, für das geschaffen. Es sind viele Sachen nicht nachvollziehbar. Es ist für die Unternehmer und Unternehmerinnen nicht nachvollziehbar. Es ist aber sogar für die Beamten und Beamtinnen, die das bearbeiten, nicht mehr nachvollziehbar. Und das ist das Problem. Und deswegen muss ausgemistet werden. Das meine ich nicht persönlich auf die Leute bezogen, sondern das meine ich auf Gesetzeslagen. Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Reinhard Meyer solidarisierte sich in seinem Grußwort mit der Wirtschaft in der Region. Er versprach, die Probleme in Berlin zu thematisieren. Meyer forderte die Wirtschaft in seiner Rede auf, die allgemeine Kritik an bürokratischen Hemmnissen zu konkretisieren. Ich bin nicht für allgemeine Regelungen. Das kann jeder in jeder Sonntagsrede sagen. Mir kommt es darauf an, macht bitte aus der Wirtschaft konkrete Vorschläge. Wir haben die Gesprächsebene im letzten Jahr begonnen mit dem Staatssekretär und wir werden uns dann auch mit konkreten Vorschlägen auseinandersetzen und die auf den Weg bringen. Im Wirtschaftsministerium gibt es sogar eine Arbeitsgruppe zum Thema Entbürokratisierung. Die zentrale Botschaft kam am Unternehmertag von Rainer Holznagel, Präsident des Bundes der Steuerzahler. Holznagel kommt aus Mecklenburg-Vorpommern, hat sein Abitur in Lötz gemacht, bevor er dann in Kiel studierte, um Karriere beim Bund der Steuerzahler zu machen. Holznagel legt den Finger in die Wunde. Seine Botschaft Richtung Berlin angesichts überbordender Bürokratie und gigantischer Bauprojekte: bitte nicht Wasser predigen und dann Wein trinken. Die Politik, insbesondere der Bund, sie müssen beispielhaft vorangehen. Und das tun sie teilweise im negativen Sinne. Sie haben es schon gesagt, es entstehen gerade sehr viele Prunkbauten in Berlin. Die größte Regierungszentrale der Welt, 800 Millionen Euro, tatsächlich wird es wahrscheinlich 1 Milliarde kosten. Das tut gerade in dieser Zeit nicht Not. Deswegen brauchen wir auch symbolische Formen, wo Politik sagt, wir müssen alle den Gürtel enge schnallen, also fangen wir an. Also eine kleinere Regierungszentrale, ein kleinerer Bundestag, weniger Beamte und Angestellte auf Bundesebene, all das sind Themen, die müssen aus meiner Sicht in den Vordergrund kommen, aber wir erleben genau das Gegenteil. Holznagel betont, Deutschland steht gut da. Noch nie nahm der Staat so viele Steuern ein wie für 2024 vorhergesagt. Wir zahlen im nächsten Jahr wahrscheinlich 1 Billion oder 1000 Milliarden Euro Steuern in den öffentlichen Haushalten. Das heißt, so viel Geld gab es noch nie im Staat. Und vor dem Hintergrund haben wir tatsächlich kein Einnahmeproblem. Es ist aber so eine komische Dynamik, sowohl in Berlin als auch hier in Schwerin. Wenn mehr reinkommt, wollen alle mehr ausgeben. Und wenn alle mehr ausgeben, dann bleibt von dem, was mehr reinkommt, leider nichts mehr übrig. Deswegen müssen alle Politikfelder sich zurücknehmen. Nichts darf als Tabu erklärt werden. Wir müssen überall hinschauen, ist es gerechtfertigt, ist es nachhaltig. Und deswegen sind Sparminister jetzt gefragt und nicht Ausgabenminister. Ein spannender Unternehmertag 2024 in Schwerin. Auf zwei Podien diskutierten dann regionale Unternehmerinnen und Unternehmer und Vertreter des Landes und der Kommunalpolitik über Möglichkeiten der Entbürokratisierung. Das Fazit eher pessimistisch. Genügend Diskussionsstoff für den Unternehmertag 2025 wohl in Rostock. Wir werden wahrscheinlich an diesem Thema anknüpfen und mit meinem Kollegen Kunze haben wir besprochen, wir haben jetzt ein Jahr lang Zeit, wir werden uns den aktuellen Themen, ich sag mal, jeden Tag wieder stellen, wir sind auch im regen Austausch und wir werden mit Sicherheit ein spannendes Thema fürs nächste Jahr finden. Die Unternehmensverbände des Landes verstehen sich als Sprachrohr der mittelständischen Wirtschaft. Sie kooperieren bei wichtigen Themen. Die Mitgliedschaft in den Verbänden ist freiwillig. Gerade auf den jährlich stattfindenden Unternehmertagen werden kritische Themen aufgegriffen und diskutiert.
Auch der Unternehmertag 2024 in Schwerin sendete ein deutliches Zeichen Richtung Politik. In Deutschland muss sich etwas bewegen. Die Wirtschaft ist und bleibt das Rückgrat der Gesellschaft, des Sozialstaates und unseres Wohlstandes.